So, ja, den werden wir wahrscheinlich für Leon irgendwo nachher deponieren. Auf zu Leon und Sadler. Leon ist unterwegs zum Heiligtum. So. Ich muss dahin. Boah, die Musik ist instant dramatisch hier. Ach. So. Schauen wir nochmal ganz kurz beim Händler vorbei. Hallo, Fremde. Hallo, komm, einfach um deine Fässer kaputt zu machen hier. So, kurz mal geschaut, können wir hier irgendwas kombinieren? Oh ja, können wir. Edelsteine einsetzen, denn rein damit. Und rein damit. Machen wir eine komplett rote Kette. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das finanziell irgendwie auswirkt. Aber so ist es. Bumm, aus Ende. Sieht schön aus. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? So, begeistere dich erstmal hier für dieses wunderschöne Schmuckstück. So. Und wir gehen mal hier nochmal in den Tuning-Bereich rein. Können wir hier irgendwo, hier können wir nochmal einmal nachsetzen. Auch ein Probier mal, ob's sehr gut. Nachleihgeschwindigkeit, gut, das ist mir alles wurscht, Spezialupgrade, es ist ärgerlich, Alter, ich hätte mir die Dinger kaufen können. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können. Ich hätte mir nochmal ein Spezialupgrade kaufen können. Ist das ärgerlich. Ach, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ja, an wen gehe ich schon spurlos vorbei, ne? In guten Händen. Okay, wir gehen mal hier nochmal ein bisschen auf meine Ziehengröße. Fingerspitzengefühl, hier wird nochmal kurz repariert. Ich pingel nicht, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, okay, alles klar. Gut. Wäre das dann alles? Ich denke schon. Angenehme Reise. Willkommen. Warte mal, hatte er beim Kaufen was Neues? Nee, hat er nicht, ne? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Ja, das glaube ich dir, So, wir müssen leider weiter. Sorry. Oh. Scheiße. Oh, krass. Das ist ja mies. Da kriecht ja ohne Wehen auf dich weiter zu. Das ist ja nicht mal Motivation. So, okay, hier vorne haben wir zwei Kisten, die nehmen wir noch mit. Nachladen. Okay. So, können wir den ebenfalls. Ja, können wir. Finde ich gut. Oh, Scheiße. So, okay. Armbrust, Knie haben wir auch gekriegt. So, kurz mal geguckt. Da ist nichts. Okay, weiter geht's. Nachladen. Oh, oh, oh. Ach, ist doch nicht wahr. Ist alles so munitionsfressend. Okay. Wenn er also vor sich selbst hin verreckt irgendwie, dann kriegen wir keine Kohle. Das ist schade. Dann kriegen wir keinen Loot. Na gut, okay, weiter geht's. So. Mal schauen, ob wir jetzt hier nochmal irgendwelche Leute anlocken können. Natürlich nicht.
Ja, doch. Okay. Na, dann kommt mal alle mit. Knapp. Und? Wie weit sind sie gelaufen? Sind jetzt... Alle werden es nicht gewesen sein, wahrscheinlich. Nee, der Typ ist noch da. Ich liebe die Red 9. Ich liebe sie. Sie ist einfach grandios. So, ein roter Beryl. Oh, was war da? Da lag noch was. Schießpulver, wahrscheinlich. Ja, hier vorne. So, schau mal kurz, ob wir uns noch ein bisschen Munition machen können. Das wäre sehr gut. Oh, die ganze Zeit diese dramatische Musik. Macht einen ja kirre. So, herstellen. Sehr schön. Und... Sehr schön. Haben wir. Okay, sieht erstmal eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sag ich bis jetzt. Wer weiß, was jetzt kommt. Okay. Das ist ein grünes Kraut. Nee, Fabrik war auch ziemlich voll mit... Oh, was war ja ein gelbes Kraut, sehr schön. Haben wir denn? Nee, haben wir nicht. Die Fabrik war auch ziemlich voll mit Soldaten. Was ich aber eigentlich ganz cool fand, irgendwie hat immer Spaß gemacht. Die irgendwie so ein bisschen so zu stürmen. Also die habt natürlich irgendwie sehr, sehr anspruchsvolle Passagen. Aber das ist doch schon die Baustelle da drüben, wa? Vom Endkampf. Moment. Hab ich jetzt? Endgranate. Ja, ja, hallo, grüß dich. Du hast aber ein schönes Barett. Was? Achso. So, und natürlich... Ach, und noch... Was? Ist das Barett von Krauser? Der hätte doch so ein rotes Barett aufgehabt. Haben wir einen Auftrag verpasst gerade? Strange. So, ich glaube, das Vieh würde ich tatsächlich mal eher mit einer Blendgranate ausschalten. Ja, ja. Bums, Walderer. Das hat auch noch einer. Nimm dies. Zack. Hartnäckig. Äußerst hartnäckig, die Jungs hier. So, hier fliegt ein Roundhouse-Kick. Jetzt mal schnell hier alles eingesammelt. Hier vorne noch ein paar Pistolen. Bisschen Pistolenmunition mit aufgenommen. Und weiter geht's. Der nächste Fahrstuhl. Incoming. Fast geschafft. Vor allem wird es auf immer so still. Fängt ja fast noch unheimlicher. Mal gucken, vielleicht müssen wir den Container jetzt hier bewegen. Schon wieder der Händler. Der ist aber auch überall. Du findest bestimmt was nach deinem Geschmack. Erste Hilfe springen, nehme ich sehr gerne mit. So. Ach, willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot. Ja, ich weiß nicht. Wir willkommen, haben eigentlich ja eine Stadtwahl jetzt machen können, war Tuning-mäßig. Ja, nee. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflicht. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Ja, ja. Na klar. Einfach nicht zu fassen. Sei doch nicht böse. Er brubbelt immer noch. Oh! Ja, die waren es nicht. Die drei, die ich brauchte. Das schmerzt immer noch.
Moment. Dachte ich's mir doch. Ich hab's doch irgendwo gehört. Schöner Rubin. So, und ich bin auch der Meinung, hier das Geschmatze von so einem Novistatoris zu hören. Aber na gut, denn nicht. Mit unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so Leon! Leon! Geh! Hoho. Erstmal massiv einen drei raufgehalten haben mit der TMP. So, na, oh Freude. Jetzt wegen Saddler. Yay. Das ist aber schau. Verirrte Schaf, Geknechtete des heretischen Wolfs. Ich werde über dich richten. Ach ja. Ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß. Ich sehe das erstmal noch nicht, dass ich hier irgendjemand irgendwie die Hölle heiß mache. So, weil der haut nämlich alle Kugeln, die ich an ihn drin sammle, an mich so zurück. Oh, hoppala. So, kann ich aus dem Buch zitieren? Vielleicht. Autsch, okay, kurz mal heilen. Ja, nehmen wir mal. Ja, das ist nicht der Weg, irgendwie. Die Frage ist, wie kriege ich den jetzt runter? Vielleicht mit Blendgranaten? Ich würde es mal probieren. Du Unwürdiges. So, mit dem Messer. Na toll. Okay, jetzt noch ein bisschen weiter. Ah, okay. Ich muss natürlich sein Mundauge treffen. Hat das wehgetan? Du kleine Nerv. Mann, Alter, wie gesagt, ich finde C ist eine blöde Taste, um auszuweichen. So, oh, warte mal, ich hab ja hier rote Kraut, wann hab ich denn das gefunden? So, Kuh und rauf da. Wunderbar. Na, ich würde mal erstmal sagen, gönn mir mal erstmal ein grüne Kraut. Nix herstellen, jetzt benutze doch. Paradies ist kein Platz für dich. Doch dank dir wird eine verlorene Seele zu uns. C ist eine Scheiße. Was dich fürs Ausweichen, Mann! Du warst es. Bete, Büße. So, Messer rinnen. Zack. Den Mundwinkelbehandlung. Ja, na, weg.
Hinfort! So, wie gesagt, alles in diesen Schuhen. Es ist einfach ein Wunder. Das sind die wahren Skills. Zack. Sehr geiler Move. Und wir haben sind den Bärenstein. Sehr cool. Ich hab den Stein. Bin mal gespannt, was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Jetzt verschwinde von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Bleibt nur zu hoffen, dass du auch erfolgreich warst. Da knubbelt was. Jeden einzelnen Knochen hätte man sich gebrochen. Ja, Saddler ist tatsächlich in Wahrheit ein schleimiger Tentai-Monster. Na, schon ein cooler Spider-Man-Move gewesen gerade. Situation nicht so stark irgendwie, wenn er sich gerade in so einen Gammelbumps da verwandelt, Alter. So, weil wir müssen jetzt tatsächlich den Raketenwerfer, den Special-Raketenwerfer für Leon besorgen. Ich habe nicht viel Zeit, bis die Sprengsätze zünden. Ja, aber erstmal trotzdem hier nochmal schnell den Loot runterholen. Ganz wichtig, erstmal. Ja, so viel Zeit muss sein. So, okay, Leon übelt sich da unten noch so ein bisschen rum. So, was haben wir da? Da, das brauchen wir. So, okay. Den shiften wir mal rüber. Aber wir kommen natürlich nicht direkt hin, wir müssen uns hinprügeln. Na, schade. Jetzt haben wir 5 Minuten. Okay, verstehe. Bisschen Heilung mitnehmen. Und ich werde mal die TMP jetzt benutzen. Swip! So, keine Gnade. So, die schmeißt uns jetzt natürlich erstmal alles entgegen, was geht. Hoppala. So. Okay, Hände machen, Hände machen, Hände machen. Her mit deinem Schild, mein Freund. Ja, okay. Dann bleib doch liegen. Oh, oh.
So, ich weiß, da lag jetzt viel rum, eine Blendgranate etc. und pipapo. Oh, Scheiße, ist ja nur so ein Dicker. So, kann ich hier nicht durch? Ja, hier kann ich durch. Dankeschön. So, reloading. Nicht mehr viel Zeit bis zur Explosion. Drei Minuten 24. Komm, Ada. So, ihr seht das. Nicht wundern, dass ich jetzt nichts mehr mitnehme. Irgendwie, wir sind tatsächlich jetzt hier kurz. Es ist das Finale. Sich jetzt hier noch Sachen kaufen zu wollen, ist, glaube ich, utopisch. Oh, ein Déjà-vu? Ja. So, da haben wir ein Special. Los, schmeiß ihn zu Leon! Ja, mit ihm hättest du eins sein können. Scheiße. Wie konntest du das nur ablehnen? Oh, so geil, die Betonfrisur von Leon, Alter. So, achso, ich muss noch weiter. Oh, vielen Dank für den Auftrag. Sehr geehrter Major Krauser. Nee, das können wir jetzt leider nicht lesen. So, weiter jetzt. Ab zum Kran hier rüber. Schabumski. Oh, oh. Oh, echt jetzt? So, Mr. Torres. Nicht so cool und hier drüben war... Oh. Ja, euch brauche ich jetzt noch, wisst ihr? Jetzt kommt ihr ja an die Schüsse, die Idioten. Oh, das werden jetzt ziemlich viele Laser hier irgendwie. So, ist jetzt gut, Alter. Ist gut. So. Schnapper. Jetzt kriegt ihr auf den Sack. Durchs Öl durch. Durchs Nadelöhr. So, bumm, rüber. Und komm. Gib ihm. 2 Minuten 41. Time is running. Leon, I'm coming for you. Oh, hier ist noch ein grünes Kraut. Uah. Was ist denn mit euch schon wieder los? So, komm her. Gib das her. So, Shotgun wäre jetzt der Kracher. Echt jetzt? Oh, noch so ein Hirsekopf hier. Ist mir egal. Haut ab. Ja, macht euer Ding hier. Huha, Alter. Ashley! Na, wie nimmst du die Aussicht oder was? Kriegst du zu? Dabei. So, zabum und rauf auf das Ding. Okay, wir müssen anscheinend hier irgendwie hoch zu diesem Kran und... Wie geht, Alter? Ja, und du hättest eins sein können mit diesem Fleischglubbel. Tatsächlich weiß ich gar nicht, was passiert wäre, irgendwie, wenn das Ding jetzt tatsächlich vorne auf die Spitze gefallen wäre. Ja, mega Move von Leon jetzt auf jeden Fall. Da hast du deine Gnade. Voll ins Mundauge. Alle Knochen gebrochen im Körper, alles der komplette Marsch. Alles. Alles. So, aber Lord Settler verabschiedet sich gerade ins Jenseits. Ada, was soll das werden?
Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Bis zum nächsten Aufeinandertreffen. Ja, komm, Alter, Stil voller Jeter, komm nun ab, Jan. Beeil dich lieber. Ja, und eine kleine Information, wo diese Jetski steht, wäre schon super irgendwie. Nicht einfach so einen Schlüssel runterwerfen. Bis nächstes Mal, Leon. Und ich glaube, in Resident Evil 6 treffen sie wieder aufeinander. Leon! Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Ja, und Leon hat es geschafft. Ja, da sieht man tatsächlich, dass Ada nicht wirklich tatsächlich eine grundböse Figur ist, sondern also ein böser Charakter, sondern halt eher ambivalent, ne? So, ihr Lieben, das war Separate Ways, das Remake. Sensationell, ich fand's super. Also, wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal viermals für das Daumenkino, aber es war technisch nicht anders umsetzbar. Keine Ahnung wieso, ne? Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Und euch hat das Let's Play trotzdem gefallen. Lasst mich bitte gerne unten in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat. Und hey, wenn ihr es noch nicht habt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Helft uns ein bisschen zu wachsen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut.
Star kommen. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sir, der Pilot antwortet nicht. Sir, die Sprengsätze sind nicht gleichzeitig gezündet. Geschätzte Zerstörung bei unter 50% unserer Vorausberechnungen. Die Insel ist größtenteils unversehrt. Oh, Ada. Was mache ich noch mit dir? Ihr Helikopter ist noch in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter. Wie geplant. Dies wird der Beginn einer Zeitenwende.